Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Assassin's Creed Valhalla. Mein Name ist Marok Smile und ich begrüße euch hier ganz herzlich zu diesem Gameplay. Wir sind immer noch hier in Mercia. Ne? Mercia. So, wir haben uns da einen Schatz, da vorne ist er doch schon. Wenn wir schon in der Nähe sind, warum sollen wir den nicht gleich mitnehmen? Ne? Genau. Eigentlich müssten die Tiere jetzt schwimmen können, jawohl. Siehst du, wir haben ja diese Option. Ich weiß nicht, wie viele Erfahrungspunkte ich schon wieder habe. Die müssen wir mal in dieser Folge müssen wir wieder mal alles durchchecken. Also ganze Inventar und die Bonuspunkte und alles hier, die müssen wir nochmal alle zufügen. Warte mal, was ist das denn hier? Ich denke mal, da müsste man von unten rein, ne? Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Klemmt. Nebedi. So, oh, hier. Pilze. Können wir da irgendwie... Also das war ja auch so eine Folge, ich weiß nicht, zwei, drei Folgen vorher hatte ich auch mal so in dem einen Dorf da. Da konnte ich auch nicht einfach so rein in diese Hütte. Ich weiß nicht, ob man die verbrennen kann oder... Wie sieht... Ach, da ist das Fenster da, es ist doch einfach bei dem. Bei dem ist das ganz einfach. So, zack, und dann bist du drinnen. Aber bei dem anderen, da war mal eins, da konnte ich einfach nicht rein. So. Oh, da ist das Schöne. Die schöne Truhe. Dich habe ich gesucht. Eisenerz, Leder. Haben wir alles drinnen, jawohl. So, und dann können wir mal gucken, ob es hier noch was gibt. Lesen. Vermerk eines Jägers. Drei Nächte lang habe ich auf der Lauer gelegen. Nichts, kein Geräusch, keine Stimme, keine der merkwürdigen Ereignisse, von denen mir übereifrige Zungen in der Alistube berichteten. Wenn es nicht zu mir kommt, dann muss ich zu ihm, was auch immer, wer auch immer es sein mag. Ich fürchte nur Gott, keine Dämonen. Mein Bogen ist gespannt, meine Pfeile bereit, der Dolch an meiner Hüfte, meine Hände sind ruhig. Okay. Dann gehen wir nochmal hier raus. Und also es gibt irgendwie so ein Monster hier, aber wir sind es noch nicht begegnet. So, wir können nur mal gucken, wo wir denn überhaupt hin müssen. So, Mercia. Da wäre noch eine Aufgabe, genau hier. Hier und dann nochmal hier. In den Gebinde da oben weiß ich jetzt noch nicht, gehe ich auch noch nicht hin. Hier ist auch nochmal ein Kloster. Aber hier, wir auf dem Rückweg können wir nochmal hier vorbei. Oh, das ist noch einiges hier an Schätze reinzuholen, du. So, warte mal. Da vorne ist es doch. Auf geht's. Was ist denn hier los? Was ist das denn für ein Licht hier? Da ist noch mal eins. Das sind spezielle Lichter oder sowas? Nee, ne? Da weist mir doch irgendwo hier jemand den Weg hin. Da ist noch mal, guck mal hier. Verbrannt im Torf. Den nehmen wir nochmal mit. Ach du. Oh. So. Das nehmen wir mit. Oh, hier liegen Menschen rum. Okay. Just one second. Irgendwo habe ich noch was gesehen. Bevor wir da hingehen. Da ist noch eins. Warte mal. Da. Okay, haben wir alle drei weg. Jetzt ist die Frage nur, was ist denn hier für ein Ort, ey? Ist es der Friedhof, was ist das? Aber ist nicht der Friedhof, sondern eine Schlachtbank gewesen hier oder so. Hier ist so ein Zirkel. Welche Runen?
Hier liegt auch noch. Ach, hier, plündern. Lesen wir das Brief. Gekritzelte Nachricht. Wo dem Tunor Freaksnick nimmt ihr meine Gabe von Blut und Knochen entgegen? Nein, danke. Den verräterischen Christenhunden entrissen, die unseren Eldenvater erschlugen, als er sich dem Ruhm zuwenden wollte. Geschändet. Ja. Mit so viel Zorn, wie ich es selten sah. Das ist ein Bild, das muss ich machen, ey. Das ist einfach. Puh. So. Bild gemacht. Oder so, ne? So. Guck mal, Selfie. Mach mal ein Selfie so. Nee. Für ein Selfie musst du so stehen, genau. So. Nee, gerade ein bisschen so. Und dann zack. Und jetzt haben wir es doch. Das Selfie. Das Selfie-Foto. So. Evo. Komm. Zack. Wir könnten auch noch ein Foto so mit dem Baum, den riesen Baum. Guck mal, da hängt ja auch noch jede Menge Zeug hoch. So, wäre auch gut, ne? So. Zack. Puh, gute Bilder. Fantastische Bilder. So, okay. Aber es muss eine Aufgabe hier geben. Hier kann man integrieren. So, integrieren. So ist es doch. Welche Schlacht spielt dich aus? Unsere Würde nicht genug? Kehrt ihr zurück, um meine Familie zu verhöhnen? Und meines Vaters Opfer? Verrückte Seherin! Ich bin nicht dein Feind! Welcher der Verräterkönige schickt dich? Edmund? Burgred? Ella? Ich folge keinem König. Und auch vor dir knie ich nicht. Oh, wir kämpfen miteinander, mit der Seherin. Eindringt, wird gehäutet, wie die anderen auch. Oh nein. Oh, die verwendet Zauberei. Ich habe da keine Chance. Oh, wir müssen abhauen. 90, das schaffen wir nicht. Stärke 90. Wir werden nur unsere Zeit verschwenden. Das haben wir gelernt. Ganz am Anfang, du verlässt den Kampfbereich, ja. Ich verlasse den Kampfbereich und auch die Mission. Ich habe keine Zeit für sowas. So. Nee. Ich habe keine Chance gegen die, ey. So, wo waren wir denn da? Jetzt müssen wir mal gucken. In die Richtung, genau. Da ist unsere Schätze da. Genau, so. Jetzt haben wir den Kampfbereich verlassen. Ist gut so. Schön, dass man das auch einfach mal so machen kann. So. Ab durch den Fluss hier. Ich verstehe nicht, warum ich schon nicht überall hier gewesen wäre. Ich war doch mit dem Schiff schon überall, aber nicht hier an diesen, nicht in diesen Ecken. Im Merkur-Tempel. Der Merkur-Tempel. Der verbirgt bestimmt ein paar Schätze für uns. Schau mal her. Überblicke das Land, Freundin. Da ist was. Direkt vor dir. Ah, nee, da ist der Schatz, da. Haben wir da irgendwelche Feinde? Nee. Dann gehen wir mal rüber. So, zack, zack, zack. Diese schöne Römerkultur hier ist. Die Kiste nehmen wir mit. Ein paar Bären wären gut. Die Frau hat uns echt zugesetzt. Aber Stärke 90, wir hätten keine Chance gegen die. Das wäre nur eine reine Zeitverschwendung. Habt ihr gesehen? Ich habe 2-3 Mal zugeschlagen. Ist nichts passiert bei ihr. Von daher. Nibbidi-nibbidi-ne. So, hier nochmal so eine goldene Statue, damals noch.
Mit so einem Kranz und ja. Die Merkur-Statue. Was ist das denn hier? Gibt es vielleicht Schätze hier unten? Oh, hier gibt es einen Eingang. Nee. Wir beeilen uns mal. Hoffentlich schaffen wir das. Aber das müssten wir eigentlich schaffen. Links oder rechts? Links. Das finde ich echt cool, dass wir das gewagt haben. Einsam. Hat sie noch irgendwas hier? Nee. Römische Artefakt haben wir gesammelt. Direkt mal ein paar Punkte bekommen. Und ich komme nicht mehr hier raus. Gibt es irgendwo hier einen Ausgang? Komm schon, komm schon. Bitte. Das schaffst du. Ja, wir haben es geschafft. Gerade so. Okay. Von da sind wir rein. Da. Interessant gewesen, ne? Hätten wir da nicht reingeguckt, hätten wir es nie gefunden. Schönes Artefakt. Die Artefakte werden nicht gezeigt, ne? Ich dachte mir schon, komm, springen wir einfach mal da rein und so, ne? Und dann zack. War ich drin und dann. Ein guter Fund. Das war ein guter Fund. Was gibt's denn noch hier? Kann man noch was machen hier? Nee. Zeig mal. Wie weit sind wir denn jetzt? Wir sind hier. Okay. Zu Schatzinsel müssen wir noch rüber. Na komm. Zu Schatzinsel und das ist da hinten. Da. Ach, da ist das. Siehst du das? Dann schwimm mal mit mir rüber. Liegen schon einige Wikinger-Schiffe hier auf dem Boden. Ne? Hier auf dem Grund, besser gesagt. So. Aber der Posten scheint hier leer zu sein. Okay. Können wir ein paar Pfeile mitnehmen? Jawohl. Nee, lass mich gerade runter. Wollte nicht hoch. Ich wollte gar nicht hoch. Ich wollte nicht hoch, mein Freund. Fantastisch. So. Finde den Schlüssel. Mhm. Finden wir mal den Schlüssel. Wo soll er denn sein? Seht den Schlüssel, liebe Leute? Ich sehe nur einen. Ah, wie kriege ich denn das? Das muss irgendwie... Muss ich wieder so mit dem Pfeil? Geht nicht. Und wenn ich das jetzt hier anzünde. Das muss doch brennen, oder? Brennt das? Nee. Das brennt nicht, komischerweise. Ist vermoost, ne? Geht nicht. Geht nicht, weil es vermoost ist. Kapierst du nicht? Oh, der war ein harter Sprung. Also, es gibt irgendwo hier einen Schlüssel. Also, es gibt, da ist doch der Schlüssel. Und hoch da, genau. Der Schlüssel liegt genau hier vor mir. Wieso habe ich ihn nicht gesehen? Das gibt es doch gar nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. So, okay. Rein da. Hallo. Zusammen. Gibt es irgendwas hier? Nein. Na, gehst du jetzt runter oder nicht? Opa. Da ist doch die schöne Goldkiste, die ich gesucht habe. Prima.
Und hier war noch was. Ein bisschen Kohle. Ansonsten würde ich sagen, haben wir hier alles abgeräumt, ne? In dem Turm ist nichts mehr. Also ein schöner Wachturm, ne? Schön gemacht, schön gemacht, schön gemacht. So, und jetzt raus hier. Upa. So, köstlich. Wir haben so viel Kohle in der Tasche. Eieiei. Den habe ich hier nicht gekriegt. Das weiß ich. Ich weiß nicht, wie der geht hier. Das ist... Na gut. Rufen wir unsere Mannschaft. Langschiff rufen. Wo seid ihr denn? Hallo? Wo ist denn das Langschiff? Da vorne. Ja, mein Freund, wir müssen jetzt uns verabschieden, weil ich muss rüber zu der Mannschaft. Und hopp. Also, auf geht's. In welche Richtung bewegen wir uns jetzt gerade? Nach oben. Wir drehen und bewegen uns dann Richtung da hier. Da haben wir nochmal einen und da. Na? Segel setzen. Sehr gut. Schöner alter Baum. So. Da ist das Kloster, was wir noch nicht angreifen können, auf gar keinen Fall. Wir sind noch nicht in der Lage dazu. Sehr umfangreich, viel sammeln im Spiel. Aber es macht Spaß. Es ist auch schön. So, da vorne ist unser Ziel. Mal gucken, dass wir von hier links rüber gehen. Ich bin gespannt, was wir so alles mal an unserem Schiff verbessern können. Oh, nee. Segel setzen. Genau. Segel setzen, würde ich fast sagen, ne? Wäre besser. So. Rüber. Den langen Schiff hier rüber. Genau. Jetzt kommen wir wieder hier an diese neblischen. Ah, das ist am näher. Am nächsten. Alles klar, bleibt hier stehen, ich komme gleich. Habe ich ein bisschen Fleisch mit nach Hause gebracht, guck mal. Könnte stolz auf mich sein da. So, und Leder. Leder war das eher. Nicht Fleisch, aber Leder. Pilze. Nehmen wir mit. Da ist nochmal eins. Das ist doch eine Falle. Ah, was stinkt denn hier so? Ein bisschen schnell hoch. Komm. Tür öffnen. Was ist das wieder für eine Magie hier? Ah, verfluchtes Zeichen zerstört. Sehr gut. Ja, zur damaligen Zeit gab es viel Holo-Modo, Holo-Gudo. Soll ich schon sowas, ne? Aber. Was ist denn das jetzt? Ist es immer noch? Ist es immer noch? Doch, doch, das ist immer noch. Verwest hier und alles. Ein paar Opfergaben da unten oder was auch immer. So. Gehen wir mal hier rüber. Was siehst du, alte Freundin? Eigentlich. Ja, da unten ist noch eine Mission. So, ich gehe gleich sofort hin. Ich wollte mal gucken. Nee, die geht nicht auf die Tür. Alles verschlossen hier. Nee, ganz vergessen. Kriegst du nicht auf. So, opa.
Die Mission müsste hier vorne sein irgendwo. Da ist er doch, siehst du? Hallo, mein Freund. Hätte ich meine Augen noch, würde ich dir selbst seine Pracht zeigen. Land des ewigen Nebels. Bitte begleite mich auf meinem Mach ich gleich. Wollten wir nur mal gucken, ob ich diese Quest hier immer ein bisschen... Oh, nee. So, wenn man das ausschaltet. Durch dieses magische Land. Oh, ich komme mit. Alfheim, sagst du, hast du den Trank eines Seers getrunken? Nein. Ich bin vielmehr völlig blind. Aber die Lichtalben führen mich durch dieses Reich. Ich kann es spüren. Der Weg ist voller Freude. Durch die Kraft der Lichtalben. Und am Ende wartet das dritte Paradies. Das Wiedblein. Das Weitblau? Das höchste aller Reiche? Höher als Valhall selbst. Die magischen Schalen von Muspel, entflammt von Lichtalben, leiten mich. Wir werden das Weitblau zusammensehen. Okay. Erleuchte den Weg nach Alfheim. Bitte, erleuchte den Weg Drücke um nach die Quest. Alfheim. Würde ich ja gerne machen. Bitte, aber dafür brauchen wir Feuer. Erleuchte den Weg nach Alfheim. Bitte, erleuchte den Weg nach Alfheim. Wie soll ich denn das machen? Bitte, ja, erleuchte den ich, Weg ich bin nach dabei, ich brauche erstmal Feuer. Ich bräuchte erstmal Feuer. Woher kriegen wir denn? Da vorne kriegen wir doch Feuer. Genau, bitte, da. Erleuchte den Weg nach Alfheim. Oh, wenn du das noch einmal wiederholst, dann rast dich aus. Da. So, komm mal her. So. Ich hab die Flamme. Ich hab die Olympia-Flamme dabei. Erleuchte den Hier. Weg nach Alfheim. Olympia kann beginnen. Die Olympiade. Ach, so, hast du's. Ich spüre die Lichtalben. Ah. Ihnen liegt ein tröstlicher Zauber inne. Hm. Hier sind sie. Bist du von hier? Ich komme von Sälund und schloss mich Gudrums Zug durch die Sümpfe an. Doch als ich mein Augenlicht verlor, ließen sie mich zurück. Aha, was nicht mehr zu gebrauchen war, würde ich sagen. Nee, jetzt muss ich extra wieder zurücklaufen. Erleuchte den Weg nach Alfheim. Es gibt es, der muss doch auch, der hat doch immer so eine Dings gehabt, eine Fackel da. Ich Idiot, ich hab da eine Fackel hier. So. Da haben wir es doch. Erleuchte mir den Weg. Deinen Freunden? Die sind in Sälund. Aber sei es drum. Ich habe die Lichtalben, die mich lieben und für mich sorgen. Die Lichtalben, okay. Und das kannst du alles nicht selber... Erleuchten? Bitte. Wir sind Bitte schon so nah. Nur noch ein letzter Schritt auf dieser Reise. Jawohl. Ja, das ist der Weg. Zum Weitblau geht es über den Schwanenweg. Ich kann es sehen. Ein Wellenross wird uns weiterbringen. Da ist doch einer hier. Verdammt! Ich brenne. Komm herüber. Warte mal, bis das Boot fertig gebrannt hat. Ich hätte wahrscheinlich die Flamme vorher ausmachen sollen. Hm, da vorne rüber, ne? Komm einfach mit. Wir können auch schwimmen, oder? Kannst du schwimmen? Kannst du schwimmen? Schwimmen, 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 schwimmen. Sehr gut machst du das, Junge. Sehr gut. Eine unliebsame Aufmerksamkeit der Dunkelalben auf uns ziehen. Oh, wie sie mich heimsuchen.
Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Wir haben doch schon das Lager hier ausgeraubt, komm. Da. Das ist Freys Festung. Dort wohnt er. Oder vielmehr tat er es, bis die Dunkelalben kamen. Das Weitblau gehört dir. Geh in Frieden, alter Trinker. Ah, ja. Das Reich ist sicher. Vorerst. Leb wohl, Trinker. Sehr gut. Die Mission ist auch geschafft, liebe Leute. Sehr, sehr gut. Was ich noch mal ausprobieren wollte, ist... Sie für mich sühnen. Ah, das geht leider nicht. Okay. So. Jetzt hast du doch dein Reich, was du wolltest. Jetzt kannst du richtig chillig hier abhängen. Das Langschiff ist da drüben. Jetzt kurz auf die Questkarte. So. Wo müssen wir denn noch hin? Nabadi, so, hier. Genau. Naja, wir haben ja schon eigentlich alles hier, bis auf diese Burggeschichte hier noch. Hier müssen wir nochmal wissen, hier ist eine Mission, da weiß ich, das war das Reich der Mitte. Sozusagen. Spaß. Aber wir haben Mercia fast. Wir waren hier in der Ecke, wir hätten nochmal hier synchronisieren können. Aber gut, das können wir immer noch machen. Wir haben ja noch genug hier auszurauben. Aber dafür brauchen wir Raubzug. Ich weiß nicht, was für eine Stufe. Und ich würde sagen, wir gucken mal in den Codex. Was gibt's Neues? Codex Modex. Da, Gegner. Tibidibi. Clansmann. Die sächsische Clansleute sind erfahrene Krieger, welche ihre Angriffe aufeinander abstimmen und mit einem nahezu übernatürlichen Gespür dafür, was der andere vorhaben könnte, gemeinsam kämpfen. Während einer defensiv und schnell ist, kämpft sein Kamerad aggressiv und tödlich. Okay. Huskar, erfahrene Söldlinge, die in jeder Kampfsituation erfahren sind. Sie sind beidhändig, Meister aller Waffen und erfreuen sich daran, mit jeder einzelnen von ihnen Blut auf dem Schlachtfeld zu versprengen. Gut, so, Inventar. Lass uns mal in den Inventar gucken. Was haben wir denn da? Inventaros. Hier, wir haben hier eine Rune, kleine Rune der Sicherheit. Rüstungsrune. Windigkeit, Waffenrune. Können wir die irgendwo einsetzen? Warte mal, da haben wir nochmal den römischen Schatz, den wir gefunden haben. Römische Artefakte, alte Artefakte aus dem römischen Reich. Ich sollte sie nach Herfenschörp bringen. Sicher wird dort jemand Verwendung dafür haben. Ja. Fertigkeitspunkte. Wir gehen erstmal hier rüber. Gucken unsere Ausrüstung. Wo können wir was reinstopfen hier? 18, 23, 23 hier. Runen. Wir haben noch welche. Ausrüsten. Okay, ist ausgerüstet. Rune ausgerüstet. Diese Rune ist momentan in Zwischenmantel. Okay, der ist in unserem Mantel drin. Die können wir nicht rausholen. Aber wir könnten hier auf unserem Bogen könnten wir eventuell eine Rune platzieren. Nee, leider nicht. Auf der Axt. Die hat schon bereits eine. Gut, dann können wir aber. Wir können aber Verbesserungen an unseren zum Beispiel Bogen vornehmen. Verbessern. Saki. Super. Hier Ausrüstung verbessern. Und den Mantel auch nochmal verbessern. Die Schuhe verbessern. Und natürlich unsere Mütze verbessern. Sehr gut. Wir können auch unsere Axt verbessern. Ah, oh, herrlich. So, und jetzt Fertigkeitsmenü. Betäubung. Erwerben. Nee, warte mal. Was war denn hier? Kopfschuss.
Oh, das nehme ich mit. Schleichende Kundschafter. Hebe automatisch Feinde hervor, wenn du geduckt und unentdeckt bist. Ja, das nehme ich auf jeden Fall mit. So, das war's. Gut. Dann haben wir ja schon alles eingesammelt und erledigt für diese Folge, würde ich fast sagen, liebe Leute. Ne? Ach, herrlich. Das war ein schöner Ritt. Jetzt haben wir fast alles. Ich kann noch mal zeigen. In der Weltkarte hier noch mal. Seht ihr? Ich denke mal schon, dass wir jetzt in der nächsten Aufnahme... Ich will nichts versprechen, aber... Das wäre... muss fallen. Evo stieß sich Birna und ihre Mannschaft an, um Wigmunds Männer bei 1 auszuschlachten. Oder wir machen erstmal hier den hier. Evo stieß sich Gallin und seine Besatzung an, um alle Dörfer zu vernichten, die Wigmund treu waren. Hilft Lift bei Plan der Priester von Morden. Wir machen erstmal das hier. Ein Biestgerücht zufolge verschmittelt ein, okay, ein neues Zuhause. Deine Siedlung ist ein Zuhause, baue. Schließt die Spirne. Wir brauchen ja, wir müssen ja diese Dings machen, ne? Wir müssen ja diesen Bündnis schließen, ne? Noch. Gut, ich danke erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Abonnieren und liken nicht vergessen, wie immer. Und bis dann. Danke fürs Zuschauen.